Tony. Geberplan. Das hat er ja auch abgekultet, Cultural Appropriation, aber heute geht es halt darum, mal hinter die Kulissen zu schauen, ja? Und das mache ich jetzt. So. This is where the magic happens. Cool. Ich habe so eine kleine Aktion geplant, die ich ja auch der Weiß erzählt hatte. Schauen wir mal, was das wird. Willkommen im Kreativquartier. Die Sportbanane. Noch ein kleiner Hinweis. Kommt ihr drauf? Ich wollte das nicht nachts machen, weil es ist wichtig, dass das gesehen wird. Lies, da, das ist deins. Stop making stupid people famous, Jan Böhmermann. Bleibt mal ganz kurz bitte hier, macht bitte mal die Kamera aus, mach mal bitte die Kamera wir aus. Machst du, du lässt es jetzt. Jan Böhmermann hat mich angefasst. Können wir ganz kurz, Hanna, könnt ihr mal bitte ganz ihr kurz. Ihr seht es, ich musste hier, mich bleibt wehren. Bleibt mal ganz kurz bitte einmal hier. Ich muss, hör auf. Folgendes, Hanna, kannst du dich bitte um die Jungs kümmern? Ja, klar. Ist das ein Gag oder was ist das? Nein, das ist eine ernst gemeinte Aktion. Ach komm Leute, ganz ehrlich, das muss jetzt heute nicht sein. Gerne bedienen, aber wenn Sie dann vor der Tür stehen, dann ist ein Problem. Wir können das gerne ausführlich diskutieren. Ich glaube aber nicht, dass wir das machen sollten, während dein Handy läuft. Und ich würde auch sagen, das machen wir bitte nicht mit sowas hier. Ja? Das ist ja ein Diskussionsangebot. Und Spaß in allen Ehren und Satirevideos und Haha, Internet, Meta, Meta, aber jetzt ist irgendwann mal genug.
Das kann er nicht ertragen. Kommen Sie ruhig durch. Aus. Ich mach die. Mach die Kamera bitte aus. Es ist eine öffentliche Person. Dich darf ich nicht filmen. Ich darf dich ja sehr wohl filmen. Dass du das in die Sendung genommen hast, aber dann sperrst du dich, wenn hier mal eine Schachak-Aktion, die er losgetreten hat, am Movement, das ist dann ein Problem. Seid ihr von Schachak? Wir sind nicht von Schachak, der hat das losgetreten. Du kennst ja wohl die Aktion vor der Twitter-Zentrale. Es ist Kreide, die geht von alleine weg. Packt bitte eure Sachen, verzieht euch vom Gelände, könnt ihr da vorne meinetwegen Ehrenfeld zusprühen, wie ihr lustig seid. Aber das ist ehrlich gesagt... muss nicht sein. So gehst du jetzt damit um. Ist das witzig oder was ist das? Findest du das witzig? Ich finde es nicht witzig. Mal ganz ehrlich, findest du das witzig? Warum komme ich hierher und sprühe dir vor die Tür? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Weil ich es nicht witzig finde. Und dem schließe ich noch die weitere Frage an. Was machst du überhaupt? Was soll der Scheiß überhaupt? Du fragst mich, was ich überhaupt ja, mache. Ja, was du überhaupt du machst. Du nimmst mich in deine Sendung. Das zweite mach Mal. Mach mal bitte die Kamera aus. Kommt, Leute, mach das Handy du bitte weg. Du bist eine öffentliche Person, wir dürfen machen, was wir ihr dürft auf hier dürft ihr erstmal überhaupt gar nicht machen, was ihr wollt. Ihr könnt da vorne machen, was ihr wollt. Das hier machen, ist Gelände, wir wollen, Eigentum, wir BTF GmbH. Das hier ist eine Satireaktion, das ist Kunst. Ja, das ist Kunst. Und das musst das du Schöne bei einer, bei einer Satireaktion wäre wichtig, dass auch eine Pointe ist. Die erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz, wo die Pointe ist. Das ist ein Angebot, dass du mal was ist betreibst. Das witzig oder was ist das? Ich finde es nicht witzig. Metasatire. Lies doch mal durch, was deine Leute dir geschrieben haben. Was haben die zu mir geschrieben? Du Freak, ey. Bodenkobold. Ich habe die Zeit nicht dafür. Hanna, kannst du bitte einmal ganz kurz, kannst du dich bitte drum kümmern? Ihr packt eure Sachen, verzieht euch von hier. Ich habe darauf keinen Bock, ehrlich gesagt. Lustig ist das, ich finde das nicht lustig. Wenn du eine kleine Rezension haben möchtest, ich sag mal, dich weird genug für ein, zwei kleine Ausschnittchen, aber irgendwie. Aber wenn ich dann hier bin und dann was passiert, das geht dann nicht, oder was? Ich frage mich, was das soll. Das löst aus, wenn du die Leute auf mich ganz kennst. Ehrlich gesagt, in der Redaktion. Schaut mal bitte, dann in der nächsten Sendung aufnehmen und das dann nicht ertragen können. Das grundsätzliche Gefühl, das sag ich dir mal so unter Kollegen, in Anführungsstrichen, das grundsätzliche Gefühl, wenn ich Sachen von dir gucke, was soll das überhaupt? Was soll das überhaupt? Ja, so groß scheint die Frage ja nicht gewesen zu sein. Warum hast du es sonst reingenommen? Ich sag dir ganz ehrlich, das ist... Wenn es so groß was? Aus meiner professionellen Betrachtung ist das überhaupt nichts. Es ist weder lustig, noch versteht man, was das soll, noch ist das irgendwie was irgendwie interessiert. Das hier verstehst du nicht. Das sind deine Leute. Das ist sogar ein Mitarbeiter von dir. Das verstehst du nicht. Das ist gar nichts. Das ist eine ganze Menge. Dafür, dass du mich in deine Sendung genommen hast, ist das eine ganze Menge. Wir können das gerne ausdiskutieren. Ja, bitte, ich bin da. Weißt du, es gibt... Du hattest bis eben noch Termine. Ja, aber was Leute wie du nicht verstehen, es gibt einfach den Job des Satirikers. Leute, die das beruflich machen, die dafür Geld bekommen, die vielleicht auch einen Plan haben. Und es gibt Leute, die sich einfach irgendwie unter dem Deckmantel der Satire irgendeinen Scheiß ausdenken, um anderen Leuten auf den Sack zu gehen. So. Und so ein kleines bisschen Futter braucht man schon als Zuschauer, weil man muss schon wissen, was soll das? Und was soll das? Weißt du, das frage ich mich. So. Du hast das Internet offensichtlich nicht begriffen, über das du so gerne redest. Ich komme, du nimmst mich in deine Sendung und sage hier, bitte, das löst du aus. Schau doch mal über den Tellerrand. Du hast mich angeschrieben, du hast hier meine Kollegen angeschrieben und dann musst du dich nicht wundern, wenn du die Aufmerksamkeit bekommst. Ich habe deine Kollegen angeschrieben. Ich habe geschrieben, Max, bitte beleidige mich. Max, bitte nimm mich in die Sendung. Weißt du, Hanna, bitte nehme ich in die Sendung. Die muss ich hier gerade kennenlernen. Nee, aber so funktioniert das nicht. Weißt du, kennst du die Geschichte von dem perfekten Künstler, der das perfekte Kunstwerk geschaffen hat, der die ganze Zeit sein Leben lang in seinem Jugendzimmer sitzt, an seinem perfekten Kunstwerk arbeitet und irgendwann stirbt er, ohne dass irgendjemand das Kunstwerk gesehen hat? Ich sitze ja lange nicht mehr in meinem Jugendzimmer, so, weißt du, und das Ding ist, das ich Ding bin ist, hier vor deiner Tür wenn du, und sprühe dir Kreide wenn du aus Satire machen möchtest, und du rastest aus. Wenn du Satire machen möchtest oder irgendwas, was irgendwie in Ansätzen mit Kunst zu tun hat, musst du dich nicht wundern, wenn das Leute mitbekommen, wenn Leute darauf reagieren. Dann musst du auch damit umgehen können, dass Leute darauf reagieren. Hast du den Weißartikel gelesen? Hast du den Weißartikel gelesen? Du hast ihn ganz bestimmt gelesen. Wenn ich alle Weißartikel über mich lesen würde, von jemandem, den ich in die Sendung nehme. Da war die Sprache von Metasatire. Das wäre doch vielleicht mal eine Möglichkeit, dass ich aus dem Internet zu dir im Fernsehen komme und sage, hallo, Metasatire, a whole new world, Satire, lieber Jan. Wo Satire drin ist, muss eine Pointe sein. Und die sehe ich nicht und haben wir durch. Und ich würde sagen, ihr packt jetzt eure Sachen, nehmt euren Scheiß hier mit und sorgt am besten dafür, dass es hier auch weggemacht wird. Ja. Ne? Weil
morgen kommen Leute hierher. Ja, die sollen das gerne sehen. Habe ich jetzt verstanden. Packt eure Sachen bitte und ab. Komm. Okay. Ganz, ganz große Diskussions- und Streitkultur, Jan. Wirklich. Unglaublich. Das ist toll. Das hätte ich mir ja nie erbäumen lassen. Ein bisschen Kunst vor der Haustür und dann wird es schwierig, weil drinnen wenig passiert. Verstanden, wir haben alle gelacht. Einmal die Sachen mitnehmen, bitte. Ich habe dich heute noch nicht lachen sehen, das sage ich dir ganz ehrlich. Also, nach vorne ist der Ausgang, schönen Tag noch und tschüss. Ja. So, der Jan, da ist er. Künstler des Streitens, kann gut Kritik vertragen, das sehen wir. Fass mich nicht an. Ne, und mit den Bildern. Ja, vielleicht fragt man das nächste Mal. Ganz ehrlich, wenn du so einen vielleicht Spaß fragt man das nächste Mal. Der große Unterschied zwischen Leuten wie dir und Leuten, die das professionell machen, ist, dass man einfach ein bisschen Ahnung davon hat, was man macht. Du kannst ja einfach irgendwo reinlaufen und irgendwelchen Scheiß filmen und dann denken, dass das Satire ist oder lustig oder sonst irgendwas. Es ist nicht lustig, und es ist davon, doch das, was du getan hast. Jetzt, du kommst da einfach nicht. Jetzt bist du mal ganz kurz einen kleinen Moment ruhig, mein Freund. Wenn du hier reinkommst, deine Kamera auf irgendwelche Leute hältst und die filmst, musst du vielleicht, wenn du das irgendwie professionell meinst und irgendwie ernst meinst, ein kleines bisschen dir Gedanken darüber machen, was du eigentlich willst. Und vielleicht mal vorher mit den Leuten sprechen, mit denen du arbeitest. Was soll denn der Scheiß? Findest du das lustig oder was? Mit Schreien kommen wir jetzt voran oder was? So kommen wir voran. Offensichtlich ja nicht anders. Also los, runter vom Gelände. Auf geht's. Ganz schwach. Wichser, ehrlich. Ach, jetzt auch noch beleidigen. Wichser, ehrlich. Wir gehen dann bitte weiter. So, ich werde hier jetzt abgeführt von Mitarbeitern der BTF. Ja, ja, haben wir ja gerade gesehen, wie wir es lösen können. Mit Beschimpfungen und Hauen. So, Jan Böhmermann kommt und will mich jetzt schlagen. Krieg mal meine Sachen ab. So. Da. Hier ist die Grenze der BTF, da. Ein Böhmermann mit seinen maßgeschneiderten Schuhen. Voll Kreide, weil er mich körperlich angegriffen hat. Da ist sein Privatgelände, bitte. Hier darf ich ja stehen. Ich finde das Verhalten lächerlich. Wenn ich wiederkomme, seid ihr weg, ne? Ich denke, wir dürfen hier bleiben. Vor der Tür. Als öffentliche Person, die darf ich filmen. Ich stehe ja vor dem Privatgelände. Ich habe ja hier gerade die Grenze. Es ist scheinbar hier ein Wasserablauf. So, natürlich, das Auto mit dem dicksten Arsch. Ich habe es übers Auto gesagt. Ich gehe nicht auf das Niveau. Wir sehen uns im Internet, Jan. Da. So, Privatgelände verlassen. Wir sehen uns im Internet. Das kann er nicht ertragen, da. Schön rechts vor links. Kleines Auto. Dem geht's richtig schlecht. Ganz schwach. Oh, jetzt bin ich über die Grenze, Jan. Sorry. Tut mir leid, ich bin schon wieder auf dein Privatgelände getreten. Das nächste Mal sprühe ich den Wumbo an.